Ist schon wieder was los? Jetzt aber nicht, der ist schon wieder hier angepisst. Ach so, ich kann dir ein paar Sachen beibringen. Geh auf eine Trainingstour, gewinne Vertrauen. Let's go somewhere else. There's no point in drawing more than here. That's not gonna work. Ich nehme mal Flinte mit. Kann sein, dass gerade Zombies bei uns einfach reinlaufen? Habe ich die Tür wieder nicht zugemacht? Doch, Tür ist zu. Dann komm mal mit, Jacob. Wenn ich dir was beibringe und du vielleicht nicht stirbst, ist deine Schwester auch nicht so angepisst, da ich ihren Vater getötet habe. Obwohl, getötet habe ich ihn nicht, ich habe nur die Hilfe untersagt. Okay, now we're gonna kick some zombie ass the old-fashioned way. Don't let it get up! Nimm das, MMO-Spieler. Here, let me go find some more, huh? Try not to attract too much attention. Schleiche dich zum nächsten Ort. Wir mussten uns noch nie zu einem Ort schleichen. Ich weiß, man kann sowas machen, aber... Wir nehmen Infektionsherd auch mal eben raus. Zed's up ahead. Entschuldigung. So, du lenkst sie ab, ich schieß auf sie. Das machst du gut. Na gut, ich gehe auch in den Nahkampf. Dude, help now, please. Help now, please, ey. Werd erstmal ein Mann. Aus dem Fahrzeug werden die Sachen automatisch entladen, jedenfalls alles, was mit Material zu tun hat. Alles andere, wie Waffen und so weiter, die bleiben da drin liegen, außer ich hole die selbst raus. War es nicht eigentlich mal ein Außenposten hier von uns? Nee. Ich meine den... Oder? Nee, ich meine anderen. Oh, langsam ist aber seine Ausdauer echt total am Arsch. Demnach muss ich den echt tauschen. Zed's up ahead. Na toll. Finish it off. Im Notfall kann ich ja noch einen Snack essen. Komm, komm, komm.
Ah, ich dachte erst, das ist ein Kreischer. Finish it off! Das sieht doch fast aus, als wenn man hier gewollt hochgehen kann. Schafft das die KI auch oder mache ich das gerade hier alleine? Kommst du? Na gut, ich komme zurück. Ihr schafft es leider nicht alleine. Jetzt vielleicht nicht die Horde da vorne alarmieren. An unserem alten Hauptgebäude. Na toll. Obwohl, das geht noch. Die Horde wurde nicht alarmiert. Erstmal noch einen Snack schnell zwischendurch, damit ich noch Ausdauer bekomme. Gut. Da vorne ist so ein Schleimzombie. Ich sehe aus wie ein Zombie. Aber eigentlich bin ich ein Vampir. Now let's try some shooting. If you've got one, attach a suppressor to muffle the sound. It's not totally silent, but it makes a big difference. Watch your ammo and reload when it's safe. Hier ist nix. Thanks. You're a pretty good teacher. Gut, dass wir dir das beigebracht haben. So, 43.000 Abonnenten gerade erreicht. Juhu! Jetzt nur noch 57.000 mehr dieses Jahr. Kommen wir an die Autos noch ran? Oh, ich muss eigentlich hier mitlaufen, weil sonst stirbt uns der Jacob weg. So, weg mit dir. Oh. I know you have a lot to do, but time's running short on some of this. And time's not exactly on our side, if you know what I mean. Ja, ich weiß, was ihr meint. Die Verbündeten. Moment. Wir sollen jetzt wieder ein Problem haben. Oh mein Gott, der Chat ist irritiert, weil es fehlt immer noch ein Abo für die 43.000. Oh, das ist falsch aktualisiert worden. Es ist auch egal.
Abos sind eigentlich gar nicht so ausschlaggebend. Ach cool, ich kann auch durch die Scheibe raus. Ja, klemm dich noch ein. So, okay, ich kontrolliere mal eben die Kofferräume, weil im Chat auch schon wieder gesagt wurde, ey, Proof, kontrolliere deine Kofferräume mal, weil du lässt die ganze Zeit Sachen darin liegen. Das kann ich nur bestätigen. Ich heb mir die halt auch für schlechte Zeiten. Dum, 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 dum. Aber vor allem die beschädigten Waffen können wir dann reparieren. Dank der Werkstatt werden die über Nacht dann gefixt. So, wen nehmen wir jetzt? Am besten nehmen wir mal wieder die Gurubani Karo. Das ist eigentlich die beste. Der hat die beste Waffe. Der hat nämlich die Waffe, die wir von der Drohne, nicht von der Drohne, sondern von diesem Satelliten haben, den wir gefunden haben. Haben. You know, if we don't help out soon, it may be too late. Do what you can. Und das andere, genau, das ist der Cleo-Stab. Check this out. This came over the radio a little while ago. I managed to record most of it. Gotten ourselves into a jam. Sounds like they're in a bad spot. Ja, ihr steckt in der Scheiße. Ihr seid aber im Arsch der Welt wieder, ne? Ja. Erhöhte Perspektive. Trifft dich mit Ray Santos. Aber guck, die kommen hier auch rein, ohne dass... Also beziehungsweise die Tür ist offen und die klettern über die dämliche Mauer an der Seite. So, dann helfen wir einmal bei der Verbarrikadierung und dann sprechen wir mit dem Santos hinten. I'm headed out. Copy that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Na, nur 8. Scheiße, dass uns der Pastor weggestorben ist. Naja, weggestorben ist das falsche Wort. Er wurde erschossen von jemandem, der sich dann auch selbst erschossen hat. Jetzt deabonnieren extra welche. Der Autofriedhof wird von mir gebaut, weil ich so viele Autos einsammle unterwegs. Fairfield. Ich fahre mal eben kurz nach Fairfield rein. Beziehungsweise ich schaue mir mal an, was hier vorne ist. Sieht so aus, wenn hier einige rüber wollten. Aber keiner durfte. Also Fairfield ist abgeschottet. Sehe ich das richtig? Jedenfalls von der Brücke aus gesehen. Oder ich müsste irgendwie da unten lang. Ja. Dann würde ich auf die Straße kommen. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu tricky. Ne, die Überlebenden sind das nicht. Da ist übrigens ein Dicker dabei. Aha. Der Chat sagt, ich halte da erst später im Spielzugang. Dabei habe ich das Gefühl, dass ich schon relativ weit wäre.
Vielleicht mache ich auch nur zu viele Nebenmissionen. So dass ich das Gefühl habe, das Spiel dauert länger als gedacht. Ah, hier ist die heiße Ghost-Tusse. Warum ist denn abgeschlossen? Ich war auch schon mal hier. Ja, ich helfe euch, eine Verteidigung einzurichten. Hey, Bex. What is it, Quentin? Not really, just you know, checking in. Dude, what the hell? I saw you like 10 minutes ago. Also, kinda busy here. Right, sorry. Stupid. Okay, I'm getting started. Keep those zombies off my back if you can. Verteidige die Arbeiter. Nur die Frau. Ah, da kommen wirklich Zombies. Could be trouble on the left. Hey, we got some trouble out by the shed. Can't we deal with this later? Not if you want to finish that. Nein, nicht die Frau. Zombies harassing the guys bringing out the material. Make that a lot of zombies harassing our guys. God damn it. Come on, then. We better go bail them out. Break it, fucking skull! Got him! Hold up. Let's take care of this. Quentin designed them. He's pretty clever when it comes to building stuff. With girls, not so much. Trouble in paradise? God, don't get me started. So the other night we had a pretty close call, right? I mean, zombies were inside. We were all freaked. So we raided the liquor department afterwards, just to take the edge off, you know? What happened? So, yeah. We both drank more than we probably should, and there's this couch in the manager's office, and... But now he's doing this whole lost puppy thing. Following me around and acting like we're married or whatever. Komm noch mal, okay, Zombies? Ja, da vorne. Materials headed your way. They're loaded down pretty good though. An escort would be helpful. Ziemlich beladen vom Lager da vorne aus. Ja, da werden die schon angegriffen. Better get ready. Be on him soon if we keep going this way. Ah, jetzt sollen es 43.000 Abonnenten sein. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört im Chat. Better get ready. We'll be on him soon if we keep going this way. So, war's das jetzt? And if he doesn't knock off this clinging vine thing, I think I might throttle him. So, how's it coming out there? See what I mean? Eine Beziehung auflösen in der Zombie-Apokalypse stelle ich mir da ziemlich schwer vor. Weil was willst du sagen? Du bist zwar der einzige Mann noch auf der Welt, aber sorry, ich will von dir nicht mehr flachgelegt werden. Das kann ich verstehen. Wir sollten erstmal ein bisschen Abstand nehmen voneinander.
Ja. Break its fucking skull! That gonna do ya? Should give us some protection anyways. We would have lost a lot of people without you. That counts for something in my book. Anyway, thanks for the... Ihre Emotionen werden immer weniger. Hold it right there. Hands where we can see him. Whoa. Easy there, Alex. It's me, Sheriff Carl. Look, we don't want any trouble. We're just here to talk. Yeah, you wasted a trip. Turn around, walk away, and forget you ever saw this place. Huh? Wait, who's Alex? Forget it. We're not interested in signing up with your little society. Ease up, Becca. Not everybody's out to kill us and take our stuff. It doesn't take everybody. Just one. All right. We'll go. We're not here to pressure anybody. You folks stay safe now. Hope you're keeping your nose clean, Alex. Chet sagt schon, ja klar, der Sheriff kommt ohne Waffen angelaufen. Obwohl, ihr seid doch schon ein ganz nettes Paar. Ein Porno von euch online würden wahrscheinlich einige anklicken. But the Wilkersons? Really? Have you seen their rap sheets? Yeah, well, I pulled jury duty the last time Job Wilkerson was arrested. That guy is not right in the head, trust me. We're better off without their protection. Hey, it's okay. I'm a patient man and you're busy. But I really would like to talk to you. Ja, ja. Du bist schon ein geduldiger Mann, dann würdest du aber gerne mit uns reden. Ist ja okay, machen wir ja auch. Ja, er ist kind of a local big shot. Owned a bunch of businesses in Marshall, served on the county commission, that kind of thing. A lot of people used to say he was crooked, but nobody ever proved anything. All I know is when my dad's insurance wouldn't cover my treatment, Ray shows up at our place one night with an envelope full of cash. Tells my dad not to worry so much. Just remember me in November. It was $10,000. A lot of money for a county commissioner. Yeah, well, I don't know where he got it, and I don't really care. Ray's a good guy in my book. Okay. Jetzt habe ich mitbekommen, dass Ray ein guter Typ ist und ich glaube, $10,000 er mal verliehen hat an die Funkerin bei uns. Von der wir den Vater getötet haben. Nicht getötet haben. Aber kennengelernt haben, bevor er gestorben ist.